Gute Lage. Das ist alles in der Nähe. Nett. Wir kennen Sophia und ihre Eltern schon ewig. Sie hat ihr erstes Haus gekauft und wir sollen es renovieren. Ich liebe die Lage, aber das Haus ist viel Arbeit. Nur die Lage zählt. Ich bin Sophia Lacey und ziehe aus Iowa wieder zurück nach Bentonville, hier in Arkansas. Ich habe mir schon immer ein Haus in meiner Heimatstadt gewünscht. Die gleiche Hausnummer wie euer Haus damals. Ein gutes Zeichen. Ich kenne Dave und Jenny schon seit ich klein war. Sie sind gute Freunde meiner Eltern. Ich war ihre Schülerin, ihr Babysitter und jetzt sind sie auch meine Freunde. Schön, dass wir dir helfen dürfen. Ich freue mich total, dass du dir ein Cottage wünschst. Das wird super. Was darf es kosten? 230.000. Ich habe gespart und hoffe, das reicht. Ich finde die Location super, sehr zentral. Aber am Haus wurde seit 40 Jahren nichts mehr gemacht. Es ist ziemlich düster und altmodisch. Ich stehe auf englische Cottages. Bei meinem Studium in England habe ich mich in diese Häuschen verliebt. Sie wirken so einladend, eingebettet in die hübsche Landschaft. Man fühlt sich geradezu umarmt davon. Bei jedem deiner Posts bin ich fast ausgeflippt. Ich war so neidisch. Alles gut, ich krieg mich wieder ein. Der Plan für hier draußen lautet, wir gestalten die Fassade neu. Mit einer Verkleidung aus Holz im Bereich der Veranda und mit Steinen an der Seite. Der Rest wird gestrichen und fertig ist der Cottage-Look. Der Veranda verpassen wir ein Update und die Eingangstür verlegen wir in die Mitte. Du bekommst ein neues Dach, neue Beleuchtung und einen hübschen Vorgarten. Gehen wir rein. Ein Riesending. Ich möchte einen Kamin, aber vielleicht findet ihr einen besseren Ort dafür. Der dominiert den ganzen Raum. Wir verkleinern ihn. Aber hier sinkt der Boden ein. Fühl mal. Die schweren Steine verursachen eine Senke in der Mitte des Raums. Der muss raus, zur Sicherheit. Wie sieht's wohl dahinter aus? Ein Wasserschaden. Und hier sinkt der Boden auch ab. Der Kamin muss weg. Ich weiß nicht, ob der Kamin auf dem Fundament sitzt oder auf dem Fußboden, aber irgendwas stimmt da nicht. Und das ist eine Schwachstelle im Haus. Unser Plan hier? Die Eingangstür platzieren wir mittig. Weg mit dem Kamin und der Wand. Der neue Kamin kommt an diese Wand. Und die Garagentür verlegen wir um die Ecke. Wir ersetzen den Boden und die Beleuchtung. Ohne Wand ist Platz für eine hübsche Insel. Ich freue mich auf ein tolles Schlafzimmer mit Bad. Bisher musste ich es immer teilen. Endlich bekomme ich mein eigenes Reich. Und alles im Cottage-Stil. Wir überlegen uns was für das Bad und den Schrank, um den Stauraum zu vergrößern. Im Bad verlegen wir schicke Fliesen. Dazu gibt's eine neue Dusche, schöne Beleuchtung und eine rundum neue Einrichtung. Wir machen's dir richtig hübsch. Im Schlafzimmer verlegen wir Vinylparkett, streichen und verpassen dem Raum Persönlichkeit. Klingt gut. Man sieht die Eingangstür und es ist endlich hell. Heute reißen wir die alte Fassadenverkleidung ab.
Und wir versetzen die Eingangstür, sodass man einen besseren Zugang ins Wohnzimmer hat. Jenny sucht die Steinverkleidung aus. Mir gefallen die hier rechts. Woraus sind die? Aus Leichtbeton, aber sie wurden nach Naturstein geformt. Irgendwo gibt es einen echten, der genauso aussieht. Wir sind ein paar Risiken eingegangen, um Sophia ihren Cottage-Traum zu erfüllen. Hoffentlich mag sie gelb. Klar, das ist eine fröhliche Farbe. Okay. Babe, the mantle actually... Der Sims ist so hübsch. So nice. We've known Sophia. Wir kennen Sophia schon seit ihrer Kindheit. Jetzt nach dem College kommt sie zurück nach Bentonville. Hoffentlich gefällt es ihr. Sie kommt gleich. Yeah, perfect. That work? Yep, that's it. All right. I should be dreaming all the time. I just stay dreaming. Oh my goodness, I can't. Ich bin so gespannt. Da ist es. Oh my gosh, I see it. This looks so sieht toll aus. Wahnsinn. Bisschen anders als vorher. Jetzt passt es zu dir. Auf jeden Fall. Alles ist neu. Das Dach, die Fassade haben wir hier vorne mit Holz und an den Seiten mit Kunststeinen verkleidet. Die neue Eingangstür ist jetzt mittig. Oh my goodness. Klasse. Du erinnerst dich an die alte Eingangstür? Wir haben sie in die Mitte verlegt. So konnten wir die Waschküche vergrößern. Ohne den riesigen Kamin und die Wand ist alles schön offen. Hier ist dein neuer Kamin. Oh my goodness! Oh my goodness! This is beautiful! This is so English. Sehr englisch. I love it. This is perfect. What do you think of Und die Farbe? I love die ist mega. I love it. It feels English. Schön ländlich und fröhlich. Dezent, aber heiter. Die Vertäfelung ist typisch für Cottages. Jetzt das Schlafzimmer? Yes. Oh my! Oh, this is beautiful! Oh my goodness! Oh, it's so wie gemütlich! Hier bleibe ich. Das wollten wir. Ganz toll. Auch die Regale. Die sorgen für viel Stauraum. Auch hier wollten wir gemütliche Vintage-Atmosphäre schaffen. Es sollte sich so anfühlen, als ob das alles schon vor 100 Jahren eingebaut wurde. I love it.